Vor diesem 13. Spieltag greifen wir in Würzburg ins Regal der reifen Weine. Ex-Torschützenkönig Marvin Poirier trifft auf den ehemaligen Magdeburger Aufstiegshelden Philipp Türpitz. Es kommen 178 Drittligaspiele und 78 Drittligatore zusammen. Und das beim Heimdebüt von Danny Schwarz, dem neuen Trainer der Würzburger Kickers, der auf der Suche nach dem ersten Heimsieg der Saison war. Mal sehen, in welche Richtung das Spiel gehen sollte. Die Kickers klassisch in roten Hosen von links nach rechts gaben sofort den Ton an. Fünfte Minute, Hermann auf Poirier. Und da ist sofort eine Riesengelegenheit. Der Mann mit der Torjägerkanone zeigt sich, hat er am letzten Wochenende gegen Viktoria Köln zum ersten Mal in dieser Saison getroffen. Und Würzburg machte genauso weiter. Kopacz diesmal mit der Gelegenheit in der 28. Spielminute. Der kam neu in die Mannschaft für Ryan Adigo. Dennis Weidner spielte eine tragende Rolle auf rechts, immer wieder mit Drang nach vorne. Und Kopacz scheiterte wieder an René Volland. Wenn Türkgücü mal Gelegenheiten hatte, dann hier beispielsweise über Kusic und über Barry. Es waren vermehrt Einzelleistungen, denn allzu viel kam aus dem Spiel nicht zustande. Türkgücü hatte ordentlich zu kämpfen. Darum also auch mal ein Standard. Alexander Sorge und das ist Philipp Türpitz zur Stelle. Aber es ist der Tag der Torhüter. Hendrik Bonnmann auf der anderen Seite auch sofort zur Stelle. Die Torwartkarriere schien ja mit 15 schon vorbei zu sein. Von Schalke 04 aussortiert und jetzt trotzdem im Profifußball gelandet. Sehr zurecht. Wieder Türkgücü mitten im Standard. Wieder Sorge. Und diesmal verpasst der andere Innenverteidiger. Auch Sorges Kollege Philipp Kusic zeigt sich hier. Beinahe wäre es eine Koproduktion der Verteidiger geworden. Also vom gefürchteten Offensivfußball, den Peter Hyballer gerne sehen würde, war da dennoch nicht viel zu erkennen. Wir springen schon die 55. Minute. Poirier, Graulich, 1:0 für die Würzburger Kickers. Tobias Graulich, der Innenverteidiger, der gebürtige Erfurter, der sich im April förmlich aus dem Nichts den Stammplatz gesichert hat, ist diesmal der Mann in der Not, der den Treffer erzielt. Der war bis zur U17 übrigens noch Stoßstürmer in Erfurt. Man konnte es förmlich erkennen. Und angestachelt vom 1:0 zeigten sich die Kickers erneut. Und wieder ist es ein Verteidiger. Lars Dietz, der Mann aus dem Zentrum, mit nach vorne geeilt, mit einer Riesenmöglichkeit. Es war das Spiel der Torhüter und gleichzeitig auch das Spiel der Innenverteidiger. Hinein geht's in die 79. Minute. Da ist ja mal kein Innenverteidiger. Robert Herrmann. Und wen sucht er? Natürlich Marvin Poirier. Das 2:0. Und wenn der Knoten eben einmal geplatzt ist, dann platzt er so richtig. Poirier Airlines ist wieder unterwegs. Da fliegt er förmlich in diesen Treffer und ist voller diesmal keine Chance. Alles also auf Kurs. Erster Heimsieg in dieser Saison. Denn es dauerte bis in die 90. Minute, bis Türkgücü nochmal kam. Sararea mit diesem Knaller. Brenesi mit dem nächsten. Da waren sie mit einem ganz, ganz hohen Puls unterwegs. Und dann kommt Türpitz nochmal angerauscht. Und plötzlich stand es eben nur noch 1:2. Also auch die andere Koryphäe im Offensivbereich neben Marvin Poirier zeigte sich. Es war aber das letzte Aufbäumen, das die Münchner hier zeigten. Es war eine kleine Drangphase, mehr aber auch nicht. Am Ende gewannen die Würzburger mit 2:1 gegen Türkgücü. Viele technische Fehler gemacht. Also mit dem Ball haben wir den relativ schnell wieder verloren. Und dann läuft es natürlich immer so in den Gegenzug von den Würzburgern. Aber ich fand es einfach nicht gut genug. Ja, ich glaube, der Ansatz ist einfach jetzt, dass wir mutiger sind, dass wir Selbstvertrauen haben, auch Fußball zu spielen, wie man ja gesehen hat. Natürlich gibt es dann, wie angesprochen, mal Fehlpässe, aber das gehört in unserem Spiel jetzt halt dazu, dass wir viel riskanter spielen, aber dadurch halt viel mehr Ballbesitz haben, den Gegner viel mehr unter Druck setzen und dann entstehen halt Torchancen. Und das ist sehr gut bisher, ja. Das 2:1 gegen Türkgücü gleicht einer Erlösung. Seit dem 21.02.21, dem 3:2 gegen den HSV in Liga 2, gab es in der Fly Alarm Arena keine 3 Punkte mehr. Und jetzt gibt's welche. Pünktlich zum Heimdebüt von Danny Schwarz. Womöglich ja der Beginn einer erfolgreichen Zukunft. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.